Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Sag ich mal, Frucht angelangt. Es ist zwar eine Knollenfrucht, das heißt, es ist ein Wurzelgemüse, ehrlich gesagt. Das Wurzelgemüse, was den größten Nahrungsbestandteil hier in Kamerun ausmacht. Das heißt, die Leute fabrizieren daraus verschiedenste Gerichte, die täglich konsumiert werden. Das ist das Hauptnahrungsmittel, Grundnahrungsmittel hier in Kamerun. Die Pflanze wächst so, es ist hier drunter die Wurzel, die wurde mir jetzt schon geschält, die wächst hier dran und ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Ihr seht diese schöne Pflanze hier. Also sie hat auch die Möglichkeit, sehr viel Energie zu speichern und schmeckt wie eine Mischung aus Karotte und Kartoffeln. Und sogar sehr mehlig und daraus wird auch viel Mehl gewonnen, wobei man viele Speisen machen kann. Und wenn wir hier mit diesen Rohkostkursen, Seminaren in Afrika anfangen werden, werden wir auf so viele neue kreative Gedanken kommen. Beispielsweise hier sowas einlegen, ja, in Wasser, hat er mir auch erklärt. Danach rausnehmen, trocknen lassen und schön schneiden und dann schmeckt es nochmal ganz anders. Und dann hat es auch, wie wir schon öfter erwähnt haben, beim Friedensevangelium der Essener wird immer gesagt, wenn man die Wasserengel eure Essen berühren lässt, dann lässt man die Luftengel das Essen berühren und dann lässt man auch mal die Sonne, den Tag, also die Engel des Lichtes das Essen berühren, dann hat das Essen auch die ganze Qualität, die damals die Pflanze bekommen hat. Ja, die wurde auch von den Luftengeln berührt, die wurde von der Sonnenengel berührt und vom Wasserengel gesegnet. Und dann hat die Pflanze nochmal den Prozess im Miniatur durchlebt, den die ganze Pflanze erlebt hat. Und da sind wir wieder beim holographischen fraktalen Universum. Ja, das Kleine, so wie im Kleinen, wie im Großen heißt es. Das heißt, wie oben so unten, wie innen so außen. Ja, das läuft eigentlich immer nach den gleichen Prinzipien und die Sache, sage ich mal, ist immer sehr, sehr ganzheitlich und sehr einheitlich und harmonisch, wie bei dieser Pflanze zu erkennen. Kommt ihr auf jeden Fall mal her, wenn ihr das, könnt ihr sie auch roh essen, lasst euch von den Leuten nichts einreden, die erzählen immer, ach nee, das kann man alles nicht, das kann man nicht noch falsch an, die sagen, ey, das ist gar kein Problem, das wird hier seit Jahrhunderten die roh gegessen. Nur das findet leider halt ein wirklicher großer Wissensverfall statt. Durch die degenerierte Nahrung degenerieren die halt auch die Leute und die Vielseitigkeit in der Küche hat stark nachgelassen. Aber deswegen sind wir hier, um diese Biodiversität wieder zu ergründen und zu retten. Leute, wir gehen zur nächsten Pflanze, schauen wir mal, was es noch so gibt. Bei der nächsten Tropenfrucht angelangt. Kennt sie jemand? Erkennt sie jemand, wenn sie hier so wächst? Wahrscheinlich weniger, denn es ist eine Wildwuchsform der Guave. Die Guave kennen wir vom Namen her, ist meistens in Fruchtsäften oder sonstigen Dingen verarbeitet, gibt es aber auch als Pulver und ist eine sehr, sehr, sag ich mal, Vitamin C reiche Pflanze. Dadurch zeichnet sie sich besonders aus und Vitamin C ist hier sehr, sehr gefragt in den Tropen, denn Vitamin C ist das beste Antidot. Das heißt, es ist das beste Antivirusmittel, Antibakterium. Ja, wenn du irgendwelche Vergiftung hast oder Schwächung des Immunsystems oder irgendwelche Vireninfekte, ist Vitamin C in Hochdosen super. Und so ihr Lieben, wir sind bei der letzten Etappe unserer heutigen Obst- und Gemüsereise angelangt. Jetzt stehen wir vor einem Baum, den wahrscheinlich jeder von euch kennt und der symptomatisch für die Tropen steht. Die Kokosnuss. Die Kokosnuss erfreut sich immer größter Beliebtheit bei uns in Europa. Sowohl das Kokosöl wird verwendet, als auch das Kokosmus, als auch diese Kokosmilch. Uns geht es heute um das Kokoswasser da drin. Das Kokoswasser ist vor allem in frischen, jungen Früchten, aber auch hier noch enthalten. Und er wird sie uns erstmal öffnen, damit wir an das herrliche, isotonische Getränk rankommen. Und dann werde ich euch ein bisschen was davon erzählen. Hallo Sie. So, oh, sieht es gut aus. Ich trinke erstmal einen Schluck, was ihr erlaubt. Also, dieses Wasser ähnelt so stark dem Blut, dass man es sogar intravenös in den Körper spritzen kann.
Es ist isotonisch, das heißt, der Körper kann es direkt aufnehmen und es hat eine perfekte Zusammensetzung, wo unter anderem die Mineralien dafür verantwortlich sind, wie zum Beispiel Natrium. Der Natriumgehalt ist ideal, ja, gleich dem des menschlichen Blutes. Und dieses Kokoswasser hilft extrem gut beim Entschlacken, beim Entgiften, beim Abnehmen, ja, und beim Remineralisieren des Körpers. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, oder auch bei uns zu Hause in Deutschland, nehmt das Kokoswasser und profitiert davon, denn das ist auch vollkommen kalorienarm. Ja, das ganze Fett, ja, was ja immer so für das Kokosfett benutzt wird, ist alles hier drin dann in dem Fleisch verarbeitet, aber das Wasser an sich hat davon kaum was. Darüber hinaus schmecke ich jetzt auch sogar Eisen, sehr viel Eisen drin, sehr viel Magnesium, Kalzium und alle wichtigen Mineralien, die man so braucht für den Körper. Wie die Kokosnuss wächst, kennt ihr ja wahrscheinlich. Da oben haben wir so eine schöne Kokospalme. Ja. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Wasser sind, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit Früchte esse, trinke ich eigentlich gar kein Wasser. Es gab 2 Tage, da habe ich nicht einen Schluck Wasser getrunken. Wieso? Weil ich sowas trinke, weil ich morgens 2 Melonen esse, dann esse ich 2 Ananas, dann esse ich ein paar Bananen, ja, dann esse ich ein Avocado. Und dadurch habe ich kein Bedürfnis nach Wasser. Und es gibt tatsächlich viele Rohkostler, die verzichten komplett auf Wasser. Denn das beste Wasser, das man finden kann, ist immer in solchen Früchten. Wieso? Weil die Natur es dann durch die Wurzeln schon gereinigt hat, mit Mineralien anreichert und perfekt strukturiert und informiert. Es gibt kein besser informiertes Wasser als dieses frisch geöffnete Wasser der Kokosnuss. Ja? Wieso sollte ich dann noch Plastikflaschenwasser hier kaufen? Und überlegt euch mal, war der Urzeitmensch wirklich so verpflichtet, sich immer jeden Tag mit Wasser einzudecken? Was wäre, wenn man einen langen Marsch gemacht hat oder wenn er mal tagelang an Ort war, wo es kein Wasser gab? Man musste auch in der Lage sein, sich nur von dem Wasser aus Früchten und Obst und Gemüse zu ernähren. Und tatsächlich ist es der Fall. Und es gibt Leute, die verzichten gänzlich auf Wasser, sagen sogar, es sei schädlich. Für alle, die nicht 100% Rohkost sind, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das ist wirklich für Leute, die sehr fortgeschritten sind oder die hier in den Tropen leben, die sich da wirklich dieses frische Wasser holen können. Ansonsten viel Wasser trinken, Leute. Sauberes Wasser trinken. Bestellt euch einen Aquion, der ist bei uns gerade wieder im Angebot. Kriegt ihr für 10% günstiger. Das ist schon eine ordentliche Stange. Ruf mich an, schreibt auf diese E-Mail-Adresse unten euer Anliegen und trinkt Wasser und vor allem natürlich Kokoswasser. Bei der nächsten Etappe gehen wir ganz nah ans Wasser ran, nämlich hier hinter uns ans Meer. Wir sind hier bei mir im Hotel angelangt und da werde ich euch mal was über das Meerwasser erzählen, was ihr bisher noch nicht wusstet, und werde euch damit faszinieren. Bis zur nächsten Sendung, Leute.